Herzlich willkommen zu Let's Play Ahead in Time. Ein Spiel im Stile von Mario 64 oder Banjo-Kazooie. Und ihr wisst, dann ist es genau etwas für mich. Ich lasse euch währenddessen doch so ein bisschen den Trailer laufen, damit ihr euch noch ein bisschen ein Bild vom Spiel machen könnt. Oktober 2017 für den PC erschienen, auf Steam erhältlich. Und im Dezember 2017 wurde Ahead in Time für PlayStation 4 und Xbox One rausgebracht. Eine Wii U-Version war auch geplant, wurde aber verständlicherweise gecancelt. Ein Switch-Port ist seit jeher im Gespräch, aber trotzdem noch nicht offiziell angekündigt, kein Release-Datum. Weiß nicht, woran es da hapert. Wäre empfehlenswert, denke ich mal. Der Entwickler, der Schöpfer dieses Spiels, Jonas Kerlev, war ein großer Fan von 3D-Collectible Jump'n'Runs wie Mario 64 und Banjo-Kazooie. So wie ich auch und bestimmt auch viele von euch. Er war der Meinung, dass Donkey Kong 64 das Genre in dieser Form gekillt hätte, weil es zu viel zu sammeln gab und das hätte die Leute genervt und so. Die Aussage halte ich für Unsinn. Donkey Kong 64 ist große Klasse, auch wenn es ein bisschen inflationärer mit den Sammelgegenständen umgeht. Es ist doch trotzdem ein Megaspiel, also das ist nicht der Grund. Trotzdem, in etwa zu der Zeit, wo auch Yooka-Laylee entwickelt wurde oder angetrieben wurde, hatte Jonas Kerlev eine Crowdfunding-Aktion gestartet und wollte dieses Spiel hier verwirklichen für $30.000. Es kamen fast $300.000 zusammen und er konnte viele fähige Entwickler gewinnen und das Entwicklerstudio Gears for Breakfast damit gründen und auch einen neuen Publisher gab es mit dem Humble Bumble? Ich weiß es nicht. Ich kann mir das schlecht merken, aber ich glaube, das ist alles sogar gespeichert in meinem Brain. Humble Bumble, das war der Name. Und da haben sich dann auch namhaftere Entwickler dazu gesellt, beispielsweise der Komponist Grant Kirkhope, der eben Soundtracks gemacht hat für Banjo-Kazooie und Donkey Kong 64. Der ist ja auch mit vertreten. Fragt mich nicht, wie stark, aber er ist es. Es wurde mir schon immer vorgeschlagen, dass ich es mal zocken soll, Ahead in Time. Ich hatte es weniger auf dem Schirm, weil es eben noch nicht für Nintendo rausgebracht wurde. Aber immer wenn ich davon was sah, sah es sehr bunt aus, prächtig und dann wird es höchste Zeit, das doch mal anzupacken. Weil wenn es wieder beabsichtigen soll, Banjo-Kazooie als Vorbild zu haben, dann können wir doch wenig falsch machen, würde ich einfach mal behaupten. Ich weiß nicht so viel vom Spiel, nur was Wikipedia so hergibt, was ich euch gerade so erzählt habe. Und dass man 40 von den Sanduhren sammeln muss. Das sind gar nicht so extrem viele, wenn man es vergleicht mit den 120 Powersternen oder die 100 Puzzleteile. Press any button. Verdammt, wo steht der any button? Ich sehe nicht, dann drücke ich halt einfach Start. Spaß an der Stelle. Es gibt auch ein neueres DLC, das ist Ende 2018, glaube ich, rausgekommen. Und weiß nicht, das können wir eventuell auch zocken, wenn wir lustig sind. Ich weiß es ja nicht, ist es blind. Fragt mich nicht, machst du es zu 100% oder pipapo. Ich kenne das Spiel halt nicht und lerne es live mit euch kennen. Und das könnte eine Erfahrung sein. Deswegen starten wir ein neues Spiel. Gut, was ich auch weiß, ist, dass wir Headkit steuern. Das ist sie hier. Der Grafikstil ist zwar eher simpel, aber das sollte uns nicht stören. Los geht's mit Let's Play Ahead in Time. Viele haben sich's gewünscht. Hier kommt's! Ich habe auch Erwartungen. Bin sehr gespannt. Die Entwickler. Gears for Breakfast. Zahnräder zum Frühstück. Natürlich, ausgeschlafen muss man zum Abenteuer antreten. Nicht so wie ich zu meinen Aufnahmesessions. Good morning and welcome to yet another day of space adventure. You are only 5 light years away from your destination, home. The fuel tank is full and the ship is flying at full speed. Nur 5 Lichtjahre entfernt von der Heimat. Contains.
Head Kids Raumschiff. Ein Spiel von Gears for Breakfast. Probier einfach mal so ein bisschen was aus, ne? Okay, Mario Sunshine-mäßig die Silhouetten. Generell, es kam ja noch Banjo-Tooie und Mario Sunshine beispielsweise. Hat die hier wirklich so einen Berg aus Kissen? Ist das Rennen? Oder bilde ich mir das ein? Sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Was ist das? Werfen, fallen lassen. Uff, hat nicht so viel gebracht. B. Dein Schrank ist voll, aber im Keller ist noch genug Platz für Leichen. Ah! Sehr gut. Also haben wir doch schon mal ein bisschen kruden Humor. Das finde ich interessant. Ich habe irgendwas bekommen. Yay! Die Bilder hat sie wohl selbst gemalt. Spaceship. Ja. Ach so. Wir halten inne. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie schön. Was sehen wir da draußen? Nicht extrem viel. Ausrufezeichen. Okay, ich bin erstmal etwas überfordert. Jetzt wird gezockt, ja? Irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben. Ah, die hat's ja relativ gut, ne? Ist alleine, hat ihre Ruhe, kann schön auspennen, hat einen Kissenberg, kann zocken, hat einen Staubsaugerroboter. Ich meine, ich habe auch einen, aber der schüßt überall an, also wird er nie angemacht, weil der taugt nicht so viel. Meiner war aber auch nicht teuer. Lieber selbst sorgen. Da kann ich rein? Hier kann ich nicht rein? Soll das eine Rutsche? Ist das... Oh ja, okay. So soll man nicht rutschen. Das machen nur die bösen Kinder. Das... Ja, okay. Ich warte mal. Ich weiß noch nicht, ob ich da hin soll. Das glänzt. Was ist los? Was? Was? Ach, die hat sich die Hand wehgetan. Ich wollte das zerdeppern, aber irgendwie hat die doch nicht so viel in dem Maul. Wie wär's mit ein bisschen Krafttraining? Ja, was hat das zu bedeuten? Alle 40 Sanduhren sind da. Und wir sind fast zu Hause. LTE, benutze deinen Hut, um dein Ziel zu finden. Oh, da ist jemand. Was, da ist jemand? Da geht was ab. Aber ich hoffe, ich noch umschauen. Römische Ziffern. Weiß ja nicht, was hier los ist, aber... Oh, da komme ich doch rein. Habe ich den Soundtrack damit gekillt? Seht ihr, ich wollte generell mich erst umschauen, bevor es weitergeht. Okay, Kirsche und so. Was haben wir denn im Kühlschrank? Lass mal sehen. Ist das ein Burger? Soll der so sein oder ist es nur, weil der schon ein paar Jahre da drin liegt? Also, dass meine Burger so aussehen, puh. Da eine angeknabberte Keule. Na, ich weiß ja nicht. Da steht noch ein Teller Pasta und naja, das... Aber eine Geschirrspülmaschine kann sie sich nicht leisten. Es ist eine Mikrowelle. Damit bestrafst du böses Essen. Böses Essen, geh weg. Sehr schön. Sehr liebevolle Details auch. Und jetzt gucken wir mal, was der da will. Wobei ich noch gerne gerutscht wäre. Oder ich gucke jetzt mal doch hier. Okay, man hat immer solche Plätze, wo man innehalten kann. Und es kommen jetzt mal Kameraschwenks, aber der nervt halt tierisch mit seinem an die Scheibe klopfen. Ja, sie wünschen, wir kaufen nichts. What is this? Flying boat? All boats need to pay toll in Mafia Town. Even in space. Mafia come in to collect.
Nee. Und geht das? Boah, die ist kräftiger als er. Das ist ein Problem. I see. Oh nein! Meine Sanduhren! Das ist der Treibstoff quasi von dem Raumschiff. Oh Mann, was ein Ärger. Das muss ein Montag sein. Oh mein Gott. Kapitel 1 Mafiastadt. Akt 1, die Stadt der Mafias. Im Ernst? Ladezeiten sind irgendwie ein bisschen laggy. Übrigens, das ist die Steam-Version, falls jemand fragt. Ich habe mir das Spiel für Steam gekauft. Im Steam Summer Sale auch im Angebot gewesen. Möchte ich nur dazu erwähnt haben. Und ich spiele mit dem Xbox One Controller. Der ist so schön kompatibel mit PC-Games. Mafiastadt. Da haben wir den Unruhestifter. Ist das ein Easter Egg oder so? Keine Ahnung. Ich hätte die auch gerne synchronisiert, aber wenn die Sprachausgabe haben, dann falle ich denen besser nicht ins Wort. Rotkäppchen mit Schnurrbart. Böse Mafias. Die Kamera ist ein bisschen sehr nah dran. Kann ich das... Huch. Was kann ich denn tun? Warum? Ich weiß nicht, was für einen Effekt das hat. Ja, das ist ja die Kamera. Riechen kann ich auch. Hm, vielleicht will die Kamera einfach noch nah dran sein zu Beginn des Spiels. Ich kann an den Wänden... Okay, ein bisschen hochklettern. Mario 3D World mäßig. Die fellow Mafia watched TV last night? Confusing science owls say small people can jump double in air. I saw. This makes Mafia uncomfortable with body. Must go work out. Direkten Doppelsprung finde ich auch eine feine Sache. Ich weiß nicht, was diese Items sind, aber ich sammle sie einfach mal ein, weil... Collectibles und so. Hat er mir ein Bein gestellt? Ernsthaft? Oh Gott, die Welt ist aber riesig. Ich finde mich hier gar nicht zurecht. Ich kann hier folgen, ich würde aber gern halt alles einsammeln, ist der Punkt. Mit den allen reden? Barrel, dressed as old lady. It makes people scared of Mafia. Life of Mafia is good. Ich weiß nicht, was ich von denen halten will. Die Mafiosis. Ernsthaft? Warum kann man das überall? Warum kann man das überall? Oh, die Welt ist übertrieben komplex. Weil ich hätte sich der gute Jonas Lefsen... Nee, Lef... Ja gut, der Entwickler sich nicht über die... simple... Donkey Kong 64 einsammel... Rate beschweren sollen, sondern eher über die Komplexität, die später Banjo-Tooie zustande brachte. Aber immerhin werden wir geleitet. Da haben wir Rotkäppchen. Ich wollte aber hier noch einsammeln. Naja, vielleicht finden wir uns ja noch zurecht. Vielleicht ist es ja nur der Anfang. Mafia Town can be a really dangerous place. So what'd you say? Wanna join my little rebellion? Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Yeah? Yikes! Looks like you've got a lot of cleaning up to do, huh? Tell you what, come up here and I can show you where some of your junk landed. Was soll ich von der halten? Na gut, die werden aber noch Best Friends. Ist das ein Schalter? Holy. Das war, glaube ich, auch notwendig. Kann es euch nicht sicher sagen.
Doch. Halt doch still. Follow me, Rebel Squad. Warte, da war noch so ein Dingsbums. Ich nenne das jetzt einfach mal Edelsteine. Die sind zwar in irgendwelchen Blasen drin, aber im Endeffekt sind es immer noch Edelsteine. Okay. Hey, wo ist sie denn? Da unten? Oh Gott, es gibt so viel, was ich einsammeln möchte. Es gibt so viel, was ich sehe und möchte. Sprinthutgarn. Dieses Garn steht, sieht bereit zum Sprinten aus. Zum Nähen benötigst du 2 Garn. Der Ballon funktioniert wie bei Sonic, dass du dann einfach nach oben gebounced wirst. Das ist noch was. Ja, und man lernt auch später natürlich immer weitere Fähigkeiten. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber das gehört auch dazu. Zu diesem Spiel. Kann ich vielleicht auch dahin gelangen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass man Sachen sieht, wo man noch nicht hinkommt, aber eventuell später. Wie du stalkst mich, dann folge mir. Hey, I think one of your junk pieces fell and smashed right into the market's fountain. Messed it up real good. When going over there, just avoid making eye contact with the mafia and you'll be fine. Good luck, fellow rebel. See ya. Augenkontakt vermeiden. Oder du hilfst mir jetzt nicht, oder was? Ich frag nur für einen Freund. Was? In COD we trust. Was ist COD? Call of Duty? Das ist die Abkürzung für Call of Duty. Das wird aber wohl eher nicht gemeint sein, oder? Ja, Augenkontakt vermeiden ist schwierig jetzt. Kiss the cook. Knutsch den Koch. Down with the Mafia! Okay, jetzt haben wir einen Schirm, mit dem wir attackieren können. Den behalten wir einfach. Den haben wir doch auch einfach geklaut. Du bist mindestens genauso kriminell. Und wir haben unseren ersten Powerstern. Puzzleteil. Goldene Banane. Insignie? Sanduhr. Wobei ich nicht weiß, ob das hier so genannt wird, aber es ist eine Sanduhr. Ich hatte als Kind eine kleine aus Plastik. Verstehe. Wir haben viel zu wenig Treibstoff, um nach Hause zurückzukehren. Das erinnert doch auch ein bisschen an Pikmin. Area unlocked. Energie für die Haupthalle wurde wieder hergestellt. Das Kapitel Mafiastadt ist jetzt verfügbar. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Alles klar, du brauchst 4 Sanduhren hierfür, dafür 14. Das macht Sinn. Kann ich immer noch angreifen? Kann ich das jetzt kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Und hier 25. Von insgesamt 40. Und das ist jetzt dafür gut, diese Welt betreten zu können. Die erste Welt, Mafiastadt. Alles klar, zweite Mission. Dritte Mission. Akt 3, Marsch Akt 2, Fasskampf. Zeitstück, 8 Zeitstück heißt das. Muss ich mir merken. Komisches Wort, Zeitstück. Time Piece. Einwohner 379. Berge das verlorene Zeitstück, Schweißperlen hoffentlich keine. Es ist der Schwierigkeitsgrad von Schweißperlen. Und jetzt haben die gekidnappt. Retten wir Rotkäppchen. Mit Schnurrbart. Damenbart ist die eine Sache, aber auch noch für ein kleines Mädchen. Also das ist äußerst selten. Er sieht nicht mal angeklebt aus. Das ist so der Punkt. Wenn er mich jetzt nicht auf der Stelle loslässt, beiß ich. Okay. Ah, das geht. Aber die Steuerung geht halt auch gut in Fleisch und Blut über. Was auch immer ich hier habe. Blauer Tresorcode. Es ist ein Teil des Tresorcodes. Guck mal, hier ist Stuff. Überall ist noch Stuff.
Das am Brunnen ist auch wieder da? Oh, das ist ein anderer Brunnen. Oh, da unten sehe ich noch was. Echt rein? Nee. Wolle. Für das Nähen neuer Hüte. Dieses Garn sieht bereit zum Sprinten aus. Du hast genügend Garn, um es zu nähen. A bestätigen. Halte und finde das Zeitstück. A, um aus Garn den Hut zu nähen. Die näht mit ihrem Regenschirm? Dieser Hut sieht bereit zum Sprinten aus. Schon wieder. Ausrüsten? Moment, steht da was? Oh, Himmel, hilf. Muss mich leider noch reinfinden in das Ganze. Ich hab schon gewechselt, was? Wo ist denn das? Halte LT, um zu sprinten. Oh, die Energie. Button Smashing, hinterlasst ihr mir Energie? Warte mal, LT. Ach ja. Entschuldigt, dass ich ein blutiger Anfänger bin. War das hier? Respawn diese Items? Sind das quasi eher Münzen? Weil... Don't know. Was für Mann greift bitte ein kleines, unschuldiges Mädchen an? Ein Mafiosi. Huch, nein. Oh mein Gott. Da ist aber so ein Zeichen. Mit Eis. Sieht mehr nach einer zukünftigen Fähigkeit aus. Okay, ich kann ihn nicht mehr angreifen. Oh, hier sieht's gut aus. Jetzt habe ich nur noch so wenig Energie. Child, shoo. Mafia can't have child witness when Mafia teaching lesson. It's awkward for Mafia. Mafia not sure what to do. Boss, what do we do with eyewitness? Teach her lesson, boys. Attackieren. Ich kann mich gerade auch nur zweidimensional bewegen. Die Energie ist auch wieder voll, das finde ich gut. Ach, je mehr man von dem Zeug sammelt, desto schneller regeneriert sich die Energie wieder. Verstehe. Also ich kann jetzt nicht dreidimensional zu dem hin springen, sondern wirklich nur so links, rechts um dieses TNT herum. How did you? X in der Luft für einen Verfolgungsangriff. Homing Attack! Von Sonic geklaut. Das finde ich ja super. Anscheinend hatte der auch ein bisschen Ahnung. Oder die Entwickler. Und bedienten sich der ein oder anderen Idee aus dem Sonic-Universum. Das ist jetzt nicht das Erste, ne? Was mir so auffällt an Ähnlichkeiten. Ups. Enough! Mafia won't bow to little girl. Prepare to feel Mafia's wrath. Die werden echt dämlich dargestellt. Heads up, little punk. Mit echten Mafia wird sich nicht anlegen, schätze ich. Do not think about avoiding barrels. Denk nicht mehr dran auszuweichen. Sollen die irgendwo dran landen? Hier so? Oh, verdammte Axt. Oh. Ich hab keinen Bock, im ersten Part down zu gehen, egal welches Let's Play. Also renne ich einfach wie von der Tarantel gestochen. Aber ich komme nicht drauf. This lead nowhere. Mafia need to take care of this Mafia style. Ich musste gar nichts tun. Prepare to feel what Mafia do to old ladies. Was? Der war voll in der Luft. Ich bin so verwirrt, steht da. Also ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Spiel zu halten habe. Es ist irgendwie liebevoll, aber auch sehr strange. Wie seht ihr das? Ich denke mal, einige von euch haben es auch noch nicht gesehen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dran bleibt, weil ich bleibe auch dran. Nein!
Das ist, was ich nicht wollte. Okay, wisst ihr, warum ich die ganze Zeit gewechselt habe? Ich habe Steuerkreuz benutzt. Und das Spiel steuert sich nur mit dem Control Stick. Gut, wie dir das runterfallen? Naja. So AAA-Titelmäßig ist es nicht, aber. Spielenswürdig. Wobei ich gehofft hätte, es hat ein bisschen mehr mit der Zeit zu tun, dass du zeitreisemäßig unterwegs bist. Auf der ersten Xbox gab es auch einen Titel namens Plinks. Das sollte auch so ein bisschen das Maskottchen werden von den Xbox-Games. Plinks war ein Kater, der immer die Zeit zurückspulen konnte, wenn er mal falsch gesprungen ist oder sowas. Das erinnerte mich stark an Prince of Persia, The Sands of Time. In den neueren Prince of Persia Games, das neue PS2, Xbox, Gamecube, war es gang und gäbe, dass du, ja, quasi Safe-State-mäßig, du konntest zurückspulen. Dasselbe hat Blinks auch gemacht. Witzig, er wirft Fässer, aber die werden nicht weniger. Ich sehe die Donkey Kong-Parallelen. Ich muss es nicht die ganze Zeit tun, sondern immer nur, wenn er sich so schützt quasi. Alles klar. Alles klärchen, Wunderbärchen. Gibt das zweite Zeitstück. Was will er denn? Kann es sein, dass ich hier jetzt nicht mehr raus kann, sobald so ein Zeitstück erschienen ist? Doch, kann ich. Hä? Wozu ist das dann da? Egal, schnappen wir uns das Teil. 2 von 40. Wenn es in dem Tempo weitergeht, brauchen wir 20 Parts. Psst, can you believe them? What a bunch of losers. Hey, you're all right, new kid. Do you have a name? No? You shy? That's cool. You're a less talk, more fighting kind of girl, I take it. That thing you grabbed there, are you collecting them? Because I know where there's more of them. They've been raining from the sky ever since you arrived. I've seen the goons bring them to their headquarters way up there. We should go up there and get your junk! It'll be fun! I'll take any opportunity that involves messing up the Mafia! You with me, buddy? Mustache Girl. Friends. Passender Name. Mustache Girl. Schnurrbartmädchen. Hab doch gesagt, die werden noch dicke. Wir brauchen Verbündete auf unserer epischen Reise. Du bist jetzt ein Eindringling? Ich schätze mal, es geht weiter, wenn wir mit ihr reden. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich bin gespannt, wie das Game bei euch ankommt. Und ich bin auch generell gespannt, wie sich das Game noch weiterentwickelt. Die Welt war mir noch zu groß und zu undurchsichtig. Aber Spaß macht's. Ist auf jeden Fall sehr liebevoll. Ich bleib dran, hoffe ihr auch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis dann und ciao.